Nummer, messieurs. Dann wieder. Zur Versteigerung kommt nun, meine Damen und Herren, Nummer 663. Ein Plakat für eine Inszenierung dieses Hauses, nämlich Hannibal von Charlemont. Hier zu sehen. Wer bietet 10 Pfund? Also 5. 5 sind geboten. 6. 7. Gegen Sie, Monsieur 7. 8. 8 zum ersten. Zum zweiten. Verkauf an Raoul Vicomte de Chagny. Besten Dank, Herr Herr. Nummer 664. Eine Holzpistole und 3 Totenschädel. Aus der Inszenierung von Meyerbeers Robert le Diable aus dem Jahre 1831. 10 Pfund das Mindestgebot. 10, danke. Immer noch 10. 15, danke. 15 sind geboten. Geht weg zu 15. Ihre Nummer, Monsieur. Zum Aufruf kommt 665, meine Damen und Herren. Eine Spieluhr aus Pappmaché in Form einer Drehglocke. Darauf die Figur eines Äffchens in persischer Tracht, das die Zyklen schlägt. Das Objekt, aufgefunden in den Kellergewölben der Oper, funktioniert noch einwandfrei, meine Damen und Herren. Hier, Rosé! Wie wär's mit 20 Franc für den Anfang? Nun, was ist, meine Damen und Herren? Nun gut, also 15. 15, danke. Ja, 20 von Ihnen, mein Herr, besten Dank. 25. 25 hier links. Danke, Madame. 25 sind geboten. 30. Es bleibt also bei 30 Franc. 30 zum ersten. 30 zum zweiten und zum dritten. Verkauf an den Vicomte de Chagny. Nochmals. Besten Dank. Thank you.
Damen und Herren, einige von Ihnen kennen vielleicht schon Monsieur André und Monsieur Entschuldigen Sie, Lefebvre, aber wir sind gerade mitten in der Grube. Wenn Sie vielleicht einen Moment warten könnten. Ja, es tut mir leid, Monsieur. Machen Sie weiter! Machen Sie weiter! Danke. Monsieur, ich gehe unser erster Mitglied vor. Etwas überraschend, muss ich sagen. Eine Ehre, Signor. Piacere.
mich recht erinnere, gibt es im dritten Akt von Hannibal eine wunderbare Arie, der gewisser, oh, schlagen Sie mir, Signor, Wünsche und seine private Kostprobe ihrer Kunst gegeben. Vorausgesetzt, natürlich, Monsieur René hat nichts dagegen. Mein Direktor, wer fehlt? Monsieur René? Meine Liebe, wer fehlt? Genüge zwei Tage als Einleitung? Zwei Tage, genüge vollkommen. Signora? Master. Die Inszenierung ist neu! Christian, nein, Sie wollen singen.
Ihr wart schaffen Nacht. Ja, nicht. Die Tante Kies. Los, wir proben sofort. Yeah.
Aber jetzt gehen wir essen. Nein, aber der Engel ist sehr streng. Es muss noch nicht spät. Nein, warum? Du musst dich umziehen. Ich hole meinen Hut. 2 Minuten. Liebes Gott. Yeah.
Ewigkeit fassen.
wart blind, doch wenn die Liebe übersinkt, wirst du mein Los festnehmen. Denn meine im Monster sehen, fragt Kraft, doch Sehnsucht lang nach der Schönheit. Haben wir Wo ist er? Ach, wie der Tag.
wissen, was ich an ihm schrieb. Es ist nie Zeit, um diesen Pass zu enden. Christine Tali, ich rette heute Abend an den Strand. Es wollten sie den Platz gefreut. Erwartete sie ein Missgeschick. Langsam wird die Sache lästig. Und immer geht es um Christine. Zeig mir da, so verliert aber nur an ihr. Christine ist wieder da. Da in der Gegend ist es also Lösung. Na, wo befindet sie sich nun? Ich habe sie nach Hause geschickt. Nein, Monsieur, sie will allein sein. Tritt sie auf, tritt sie auf. Hier, da ist der Brief. Lass uns lesen, bitte. Meine Herren, ich habe Ihnen nun schon wiederholt auf liebenswürdigste Weise mitgeteilt, wie Sie mein Theater führen sollen. Sie haben meine Anweisungen missachtet. Ich gebe Ihnen nun eine allerletzte Chance. Christina, kehrt zurück zu euch, weil ich es will, macht sie Karriere ab jetzt. Ihr lebt sie nie von ihr Bruder, nehmen sie deshalb verlochen. Ich kann nicht mehr.
lebte. Ich muss in Staatsgeschäften übers Meer. Du bleibst hier mit deiner Zofe. Obwohl ich die Zofe ja ganz gerne mitnehmen würde. Mich betrügt. Anstatt zu gehen, such ich dort ein Versteck und bewahre sie. Adio! Porque
Heimatbetonen der Oper. Thank you.
Schande unsere Deine. Aber dann wird das verteufelt ganz und gar. Thank you.
erschreckt sie so bisher. Dachten sie, sie wären mich endgültig groß. Ich war lange fort, Monsieur, denn ich schrieb an eine Puppe. Hier vollendet ist das Werk. Hält. Bedenkt wohl, es gibt Schlimmes, als ein Lichter, der zerstellt. Nicht kann. Ist ihm jemand krank? Ich dachte,
Thank you.
Yeah!
Dieser Anblick ist um nur an ein Gestirn.
die Freiheit und lasst sie. Sie soll nicht leiden. Die Leine kann nicht anders. Paul, sie sind sie nur. Ich lieb sie. Sag mir das gar nichts. Ich lieb sie. Hast du kein Mitleid? Die Welt hat doch kein Mitleid mit mir. Christi, lass mich zu ihr! Thank you.
Thank you.